Hallo und herzlich willkommen zum absturzfreundlichsten Spiel aller Zeiten. The Elder Scrolls 5 Skyrim. So, das sind wahrscheinlich die Kornblumen, die ich immer für Flachs halte. So, wir sind, glaube ich, jetzt am Punkt. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren, weil ich habe hier nur einen Schnellspeicher zur Auswahl. Ein richtiges Savegame gibt es nicht. Ich glaube, hier ist das Spiel nach dem Ende wieder verreckt. Da wahrscheinlich gedacht, ne, dann machst du nicht mehr weiter. Schrein von Aurel entdeckt. Bieten wir mal einen Schrein von Akadosh. So. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Wir haben ein Ziel, das ist da. Und ich denke mal, da gehen wir jetzt auch hin, ne? Boah, nein, ein Pamarat. Ha, ich war schneller. Ein Pamarat, okay. Wir sind mal was ganz anderes als die Abomination. Abomination, Abomination, Abomination. Übrigens, vielen Dank an 1000 Abonnenten. Die hatte ich nämlich zeitlich gesehen kürzlich, würde ich fast sagen. Da sind mehr Pamarat. So, have you ever read The Lusty Argonian Maid? Nö. Sounds like my kind of book. What? Just because I'm female doesn't mean I can't enjoy a nice classy piece of literature. Ich wollte eigentlich gerade lesen, was sie sagt. Actually, I just heard it was stimulating. Although I don't think it was the intellectual kind. Das ist auch echt interessant. Irgendjemand hatte mal vor ein paar Tagen. Huch, was bist denn du für einer? Wo kommt der Hund her? Oh. Oh nö, schon wieder blutige Skelette. Naja, immerhin. Auch immerhin nichts machen. Ich glaube, der Hund will, dass wir ihn folgen, oder? Nö, oder auch nicht. Sag mal. Alpha-Wand, okay. Was sind das denn für Viecher? Lachs. Was sind das für komische Viecher, ey? Ich glaube, die sind nicht richtig detailliert. Ich habe übrigens irgendwelche Mod installiert, ich weiß nur nicht mehr welche. Irgendjemand hat mir Mods angeboten und ich habe sie einfach mal installiert und ich habe den Namen vergessen. Wir sind übrigens auf dem Weg nach Kommen runter. So, er hat mich gefragt, dass ich ihren ihren Hund zur Magiergilde in Schimmern irgendwas bringe. Stimmt, da sollen wir doch hin. Ist das hier diese ominöse Magiergilde? Hmm.
Ich bin gespannt. Stimmt, da wurde im Hund. Ja, ich erinnere mich, genau da war's. Uff, uff. Oh, guck mal, dunkel, hell, 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 noch heller, dunkel, hell, noch heller. Hallo. Gut, dann nicht. Greetings. Die Lichtverhältnisse sind äußerst originär. Übrigens, ein The Elder Scrolls 6 im Grafikstil von The Elder Scrolls Online. Das will ich sehen. Und nichts anderes. Wenn die das so hinkriegen, dann... Boah. Dann, Alter, dann geht's ab. Ui. Hello, I see you. Hallo, ich sehe dich. Jetzt, Magier. What now? Der ist ja unfreundlich. Ich wurde von Sylvia geschickt. Ich bin der Erzmagier von Winterfeste. And? Und da ist ein Haufen von Leuten, die verschwunden sind. Please get to it. Er hat gerade gesagt, mach schon. Leg los. Wir denken, dieser Hund ist der aktuell König Zellamir von Wolken-Dingensen. Really? Ja. Well, I suppose Sylvia knows what she is doing. Leave the dog here. If he was once the king, then we need to find out a way to bring him back. Find out who is doing these things and stop them. This will take time, though, and we might not be successful. Go out there and get established. Join a guild. Get a house. Help some locals. You might be the Archmage of Winterhold, but in Somerset, you are a nobody. Make a name for yourself. By the time you figure out what you're doing, Master Bowling might have instructions to help out the Dog King here. Oh, I suppose they just teleported you here, did they? I could smell it all over you. Here, teleportation. You were teleported from Skyrim, correct? And another to bring you back here. Oh, while you're busy helping and doing things, would you please take a bath? All I can smell is the magicka residue. Gods, so uncivilized. Hat er mich gerade beleidigt, der Penner? Jetzt schiebt er mich noch durch die Welt. Good day. Boah, er hat mich richtig... Jetzt bin ich pissed. So. Er hat uns jetzt gesagt, geh raus und mach Dinge. Ich mag ja solche Leute, ne? War gerade darauf und dran, fest abzuspeichern, mein Schwert zu ziehen und einen so dermaßen den Kopf wegzuhacken. Gut. Ich müsste mir mal die deutsche Übersetzung hierfür ziehen. Ich weiß nur nicht, ob die mittlerweile da ist. Ich könnte natürlich auch nachschauen. Das wollte ich sogar gerade. Schimmende magische Gilde entdeckt.
Das scheint... Ich weiß nicht, mir sagt diese Umgebung nicht zu. Ihr kennt Auridon, ne? Also sprich von Aeso. Wenn nicht, dann müsst ihr mal danach googeln. Und schaut euch die Bilder mal genauer an. So ungefähr müsste Somerset eigentlich auch... Oder Somers End müsste so eigentlich auch aussehen. Also ich bin mit so mit dem Stil bin ich nicht einverstanden. Das sind keine Waldelfen hier. Huch. Ich habe das Oblivion-Syndrom. Wenn die Musik abrupt aufhört, denke ich, es kommen Feinde. Ja, und guck mal, solche Häuser bauen die eigentlich gar nicht. Das ist ein Kritikpunkt, den ich jetzt einfach mal so sagen muss. So neue Dinge wie das hier ist ganz okay. Na, ich lasse mich mal überraschen, auch wie es stabil läuft, ob es stabil läuft. Und ob ich überhaupt wieder zurückkomme, das ist auch nochmal ein ganz großer Seewind entdeckt. Ne. Schimmernde Seeblick. Schimmernder Seeblick. Schimmerung. Schimmern. Schimmend. Solche Häuser ohne Fenster, es ist eigentlich stillos. Da hätte ich noch ein bisschen mehr gemacht. Oh, hi. Sprecht schnell. Mhm. Eine Wache. Irgendwelche Tiere laufen da rum. Hier ist offenbar ein Markt. Nichts kaufen. Shimmerine entdeckt. Ich nenne es jetzt Shimmerine. Ihr braucht etwas. So, also wir haben hier. Nee. Abbrechen. Wir haben also relativ wenig zu tun. Ich denke mal, es ist nicht verkehrt. Selbst fliegende Steine hier. Könnten wir nach Alinor reisen und mal, ich würde aber erstmal sagen, wir gehen so den Fluss entlang, so den Weg Richtung Dusk. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt, mal Richtung Dusk zu reisen. Einfach mal erstmal so die Welt erkunden. Jetzt nicht so groß auf Quest auslegen, sondern einfach mal Schritt für Schritt hier die Welt anschauen und da gehen wir einfach mal am Rand lang. Auch so gucken, wie die Welt aufgebaut ist, weil es kann auch sein, dass es anfangs heißt, dass es anfangs sehr unschön aussieht, später, dass er sich aber mehr Mühe gegeben hat, weil er herausgefunden hat, wie geht das und wie geht das und wie geht das und wie macht man das. Und dann wird das natürlich können. Coruscate Mine entdeckt. Da haben wir schon eine Mine entdeckt. Haben die Blumen gerade hier auf. Ich gehe mal rein, ne? Mal gucken, was uns drin erwartet. Wahrscheinlich nichts. Ach du Scheiße.